So, 3. September 2023. Die lange erwartete, der lange erwartete Tag ist ja da. Stasi-Klinik Berlin. Hoffentlich nicht so krass bewacht, wie man es so sagt. Los geht's. Gebäude 1 ist okay. Gleich vorweg werde ich hier nicht so viel reden, weil ich das verraten könnte. Mich diesmal ausnahmsweise, weil hier treiben sich manchmal komische Leute rum. Ich bin alleine. Bewaffnen. Sagen, das hier ist Gebäude 1. Hier das Kliniken befunden hat. Ich werde diskreter vorgehen als diese ganzen YouTuber mit ihren 10.000 Fluglichtern oder bei Nacht oder so ein Scheiß. Aha, alles klar. Das sind nur die Heizkeller und so. Hier war die ganze Technik. Ich werde mich lieber mal oben rumtreiben. Mal selber. Gottes Willen. Anigiografie. War das das, wo die hier drin waren und das Ding bestaunt haben? Diese Verwüstung. Wer hat Zeit, hier so viel Verwüstung anzurichten? Endorologie, Röntgen.
Röntgenhoroskop. Achso. Ja? Oh, meine Fresse. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Also, hier ist es. Also, lasst euch jetzt nicht, ich bin, weil ich alleine hier bin, habe ich das dabei, okay? Alles klar. Bleib. Ja, es ist. Noch. Ja, euch auch. So. Ja. Okay, ich glaube, hier kam ich raus. Genau, da haben wir schon die ersten getroffen. Alter. Okay. Ab und zu mal ein Schild lesen wäre nicht schlecht, oder? Nee, hier steht nichts. Also ehemaliges Staatskrankenhaus der DDR für Regierungsbeamte, Beamte der Staatssicherheit, Polizei, Militär, Auslandsnachrichtendienst, bla bla bla. Und hohe politische Politiker, bla bla. Genau. Und ist wohl immer noch gut bewacht, weil hier ein Hilfsgenerator für eine Helios-Klinik steht, die in der Nähe ist. Auch wenn die ziemlich weit weg ist irgendwie. Aber bei dem Teil hier scheint es zu gehen. Oh, wen haben wir denn hier? Behind every successful fortune, there is a crime. Turbo, jetzt, ja, so wie die Olle ist, also das Mädel, die das letzte Mal gesagt hatte. Turbo, so heißt der. Ui, richtige Trage noch. Oh, wir haben welche gewohnt. Ja, ist mit Kerze und allem. Anscheinend schon ein paar Tage her zu sein. Na, was willst du machen? Koran erklärt, herausgegeben von Willi Steyer. Tja, für einen Obdachlosen ist es natürlich keine schlechte Sache, ne? Sei es mir verziehen, wenn ich mich mal verirre. Ich verirre mich oft. Mhm.
das ein Foyer? Bevor ich jetzt hier, das ist ja ein Verbindungsstück von dem Gebäude zu dem, bevor ich jetzt zum nächsten Gebäude gehe, erstmal die Etage wechsle. Wir müssen das ja alles mit ein bisschen Strategie machen. Ich glaube, die Keller sind hier nicht so sehenswert, also schon die ganze Technik, bla bla, aber es ist alles Heiztechnik und ich muss hier auch irgendwann durchkommen. Also sprich, vor Sonnenuntergang. Was ist das hier? Habe ich mich jetzt mal umgeguckt? Ups, ja. Was ist das? Ach, guck mal hier. Stationsplatz 610B, Raumflur, Schrank 1. Aha. Und diese Zerstörungswut, was ich einfach so lassen, dann wäre es auch cooler. Katheterabsaugplastik. Aha. Okay. Hat's gebrannt. Prüfen, Automatik, Hand, normal einstellen. Mhm. Naja, jetzt sind wir schon wieder hier beim Verbindungsstift. Ich glaube in die andere Richtung, oder? Ein Sprayer. Hm. Okay. Boah, man riecht den Lack bis hier, ja.
habe ich gerade draußen, wenn man riecht, es liegt in der Luft, es spreadet gerade inne. Also das ist alles andere also, als verlassen hier. Schon zwei Trupps getroffen, schon zwei Pärchen, die hier rein sind. Und das ist jetzt eigentlich der dritte. Und ich bin noch nicht mal eine halbe Stunde hier. I'm gonna stay young until I die. Topfspiel. Gloria. Dosenpresse, siehst du? Ich kenne die Spritzen dafür. Für Tapete. Kopfbedeckung tragen, Schmuck und Uhren verboten. Perlick und Partner. GmbH. Boah, die Türen, Alter. Da kam ich gerade. Ja, genau. Naja, okay. Gehen wir mal ein Stück zurück hier. Das hier angekommen. Uiuiui. Ja, die Schalttechnik. Der grüne Punkt. Aha, ja gut, das können wir. Das ist also der Raum, wo sie gesessen haben. Achso, das ist alles die Nahrungsmittelzubereitung. Dann wahrscheinlich war die Küche. Genau, und hier haben sie gesessen. Gehen wir wieder in das Gebäude da, eine Etage höher. Wir kamen, glaube ich, von da. Wir sind hier rüber und genau, wir sind da rein. Den haben wir uns angeguckt, dann sind wir runter, rüber, hier rein, zack. Und jetzt gehen wir immer weiter hoch, also zurück. Station.
Haarwäsche, Kammfrisur, Frisier, Rasierschaum, Entsorgungsbehälter. Ach ja. Das ist die ganze Zeit überall andere. Okay. Ja, ich auch nicht. Also eigentlich technisch gesehen sind wir es alle. Die schon wieder. Ja, nehmen wir. Ich mach's. Also ich bin immer alleine unterwegs, weißt du? Also, ja. Und normalerweise mache ich das auch nicht, aber ja, ich habe mir mal eins für Videos angeguckt von dem Ort hier. Und eh nur war hier so ein Team drin, die waren nachts dabei, war. Und die haben sich das angeguckt und haben so irgendwann Türen knallen gehört, dann irgendwann, also irgendwo waren hier ein paar Irre drin. Echt? Also richtig so Gelächter und haben als die draußen waren, von oben mit Scherben auf die geschmissen. Also mitten in der Nacht. Da dachte ich mir, okay, wenn du hierher kommst, ist Berlin, das ist so ein bisschen irre. Kommst du aus Berlin? Nee, ich komme aus in der Nähe von Cottbus. Echt jetzt? Ja, ja, bin ein ganzes Stück gefahren, 150 Kilometer. Also sagen wir es so, hier ist nicht so krass. Nee. Das ist hier so, das war mal ehemaliges Krankenhaus. Stasi-Krankenhaus, ne? Für Kinder. Ja. Also erst war es Stasi-Krankenhaus. Und ja, das ist Hoherbetrieb. Ja. Hallo. Hallo. Ja, das ist Hochbetrieb, ja. Das ist mehr ein Freizeitzentrum als alles andere. Ja, und das ist auch ziemlich interessant, weil hier so viele auch Dokumente noch sind. Und so. Ja, ein paar Sachen kannst du noch lesen, die hier rumliegen. Das mag ich. Ja. Geil. Ich schneide euch raus, alles gut. Nein, kannst drin lassen. Gut, alles gut. Kannst drin lassen. Ja. Nee, und deswegen, ich bin. Wer heißt denn auf YouTube? Heimi. Geil, merken wir uns. Ich bin einfach Stasi-Klinik, einer wirst du schon finden irgendwann. Aber ich bin ganz kleiner, 20 Abonnenten, alles gut. Soll auch nicht größer werden, groß, alles gut. Ja, das ist hier. Erstmal kommt auch aufs Dach. Okay. Das Problem ist, weil hier so viel Vandalismus. Vandalismus, weil hast du vielleicht schon gesehen, dass hier abgefackelt wurde teilweise. Ja, abgebrannt. So. Na klar, die Plünderer waren hier und so. Genau, die haben hier Kabel, die da und so Sachen gemacht. Ja. Ach, hier. Ja, na klar, gehört ja auch dazu. Ich habe auch ein Lager gefunden. Also, echt? Ja, mit 2-3 Matratzen. Also, ich finde es nicht mehr wieder, aber an dem anderen Gebäudeteil ist ziemlich verzwickt hier halt. Ja, das ist hier, ich war jetzt zum ersten Mal bei Kleiner, so 8 oder so. Da warst du hier? Ja. Richtig in Behandlung? Ach nee, kann ja gar nicht sein, das ist ja Stasi-Krankenhaus gewesen, entschuldige. Nee, ich war hier, da warst du noch eingerichtet. Also, warst du noch nicht so zerstört, ne? Nee. Relativ, da konnte man den Schlafsack aushängen und konnte sich hier hinpillen. Ja. Jetzt ist es halt schwierig, weil egal wo man hintritt, ich habe so eine. Kennst du Klimakurschuhe, die offen sind? Ja. So was. So eine Dinger hier reinzugehen. Ja. Ja, ich habe Arbeitsschuhe mit Stahlkappe und so. Geil. Und Stahlsohle, das ist ja Standard. Also musst du aufpassen, sind auch Tiere und so. Wegen was? Tiere und so. Tiere? Ja. Okay. Wildschweine. Ah, auf dem Gelände und so. Und manchmal auch drinnen, wa? Drinnen, immer drinnen. Meistens unten, wo es kühl ist. Okay, gut, weil ich war heute schon im Keller. Vielleicht lasse ich das lieber. Ja, lass es, weil unten war auch schon Absperrwand, weil da sich eine Frau irgendwie umgebracht hat. Ja. Na klar, manchmal kriechen sie an so eine Orte und machen es dann, ne? Wir freuen dich, ne? Alles klar. Lass es los, ne? Ja, gut. Ich? Ich bin ja nur Lost Placer. Was? Lost Placer. Lost Placer. Mach mal Leute, jetzt. Mach mal weg, Alter. Ja, ich will ihn nicht blenden. Was ist Lost Placer? Lost Placer sind Leute, die sich verlassene Gebiete angucken. Was? Verlassene Orte angucken. Lost Placer sind Leute, die sich verlassene Orte angucken. Also, die verlassen sind. Mach keine Scheiße. Okay? Mach ich nicht. Alles gut. Okay. Danke für die Hilfe. Ja? Bitte? Wie du hier bist, wie hier? Ja, ich mache. Mann, Alter! Mach die Videografie hier nicht. Ich mach Videografie jetzt. Mach mal löschen. Ja, mach ich. Okay. Du musst löschen. Okay. Alles. Okay. Jetzt alles löschen. Okay, nochmal ein kleines Update zur Stasi-Klinik. Ich war jetzt drinne. Hab auch mal ein paar Stationen begutachten können, inklusive der Mensa und so. Aber wurde dann von der Obdachlosen bedroht. Mit einer Flasche. Und der wollte, dass ich die Aufnahmen lösche. Das habe ich auch gemacht. Ist ja schließlich sein gutes Recht auch.
Ich habe quasi, er war gegen seinen Willen auf den Aufnahmen. Und er war auch drauf, also der hatte irgendwas genommen und so. Und die anderen Leute, die ich hier getroffen habe, wir haben uns draußen dann durch Zufall getroffen, alle. Die hatten auch Kontakt, manche mit dem. Und die meinten, einer meinte auch, ja, der scheint auch drauf gewesen zu sein, so ein bisschen. Also ich wusste nicht, was er konsumiert hat. Es war wie ein Afghaner, Marokkaner oder sowas in der Art, ja. Der hat da wohl gewohnt. Ich glaube, ich habe sein Lager gefunden. Da waren 3-4 Matratzen in dem einen Raum. Und der will auch, so, denke ich, so ein bisschen seine Ruhe haben. Und der hat mich halt bedroht und meinte, ja, das und das. Und wurde handgreiflich. Ich habe ihn weggeschubst ein bisschen, also ein bisschen auf Abstand gemacht, so ein bisschen nur so. Und meinte, was denn los? Und der so, lösch die Aufnahme. Und sage, okay, ja, gut. Also er hat gebrochen Deutsch gesprochen, aber es war genug, dass ich es verstehe. Nachdem er sich dann sicher war, dass die Aufnahme gelöscht war, hat er dann, als wir beide auseinandergelaufen sind, Stück für Stück, hat er auch gesagt, ja, hier, scheiße, hier ständig ist hier irgendjemand, geht mir auf den Sack. Und er hat meinen Rucksack geklaut und all so ein Scheiß. Also ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Und also er hat das Messer nicht gesehen, was ich in der Hand hatte. Ja, deswegen hat es sich nicht eskaliert und ich musste es auch nicht einsetzen. Ich kann ja diese Aufnahme auch problemlos wiederherstellen, solange ich nichts Neues schreibe auf die andere SD. Ich habe ja eine zweite, das hier ist eine andere jetzt, eine zweite, die läuft. Und werde ihn dann aber natürlich rausschneiden, das ist ein gutes Recht. Ja. Und deshalb ist es für heute dann zu Ende. Mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwas anderes hier in Berlin. Also ist mir eigentlich genug da. Vielleicht war ich auch hier, es ist schon 15 Uhr. Ja. Ich gucke mal, aber so viel zur Stasi-Klinik, das endete jetzt vorzeitig. Die Gruppe, die ich draußen getroffen habe, bestand auch aus, also insgesamt 7 Mann dann, 3 Gruppen, MA2, MA4, MA3. Die in meinem Alter waren, haben gesagt, okay, gut, dann drehen wir hier die Sache mal und hauen ab. Macht ja keinen Sinn hier, sinnlos nach einer Eskalation oder so. Und die Jungschen, die ja, was die so waren, so, was werden die gewesen sein, 17, 18, die sind natürlich nochmal rein und wollten jetzt ärgern. Was sollen sie machen? Nicht mein Ding. Aus dem Alter bin ich raus und ist auch unfair. Und wer weiß, was der mit denen jetzt anstellt. Also, wenn der sich erstmal in die Ecke gedrängt fühlt, kann auch sein, dass der richtig hässlich wird. Ne? Gut, so viel dazu. Deswegen endet die Stasi-Klinik vorzeitig. Wenn ich nochmal wiederkommen sollte, es gibt das Regierungskrankenhaus und die Stasi-Klinik, wo ich jetzt von wem genau war, weiß ich gar nicht. Sollte das nochmal sein, dann in einem Jahr oder so und dann mit einer Gruppe, also nicht alleine. Das ist dann wichtig an diesem Ort. Das habe ich dann auch gelernt. Gut, alles klar.